Servus Leute und schön, dass ihr in ein weiteres Gran Turismo 7 Gameplay reingeklickt habt. Und zwar endlich auch nochmal ein Online-Rennen aus dem Sportmodus. Den möchte ich einfach ganz gerne nochmal öfter zeigen und die Rennen davon, weil sie meistens relativ spannend sind, auch wenn ich dort bis jetzt weiterhin nicht den Sieg davon tragen konnte, weil das Ganze ist auch nicht so einfach, aber man muss sagen, es macht trotzdem immer wieder Bock, vor allen Dingen, wenn man mal einfach ein gutes Rennen abliefert, wenig Fehler macht und trotzdem viele Plätze vielleicht gut machen kann, wenn man also gar nicht erst irgendwo auf Platz 1 oder 2 startet, sondern vielleicht auf Platz 10 oder so. Und das könnt ihr auch im Hintergrund sehen. Das Rennen wird stattfinden in Bathurst, wie auch immer man das ausspricht. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Meinungen. Das ist auf jeden Fall der Mount Panorama Circuit und ich bin voller Freude, euch das zu zeigen, weil ich fand, das war eine sehr spannende Sache. Und während ihr hier im Hintergrund sehen könnt, wie ich das Qualifying fahre, werden wir uns jetzt nach dem Intro wiedersehen, direkt zum Rennen. So, und ihr könnt sehen, dass ich immerhin auf Platz 9 starte, also im sicheren Mittelfeld, weit weg von den hintersten Rängen, aber leider auch weit weg von den vordersten Rängen. Und dementsprechend ist es natürlich extrem schwer, irgendwie hier um den Sieg mitzufahren. Da muss man schon entweder enormes Glück haben, dass da viele Fahrer Schwierigkeiten bekommen und auch die ersten ein, zwei Fahrer nicht davonfahren können. Oder zweitens, man einfach ein hervorragender Fahrer ist. Aber in dem Fall trifft beides nicht zu, weil ich finde, ich bin schon ganz stabil inzwischen beim Fahren hier. Aber ich fahre halt auch nur mit dem Controller. Also falls auch da mal die Frage kommt, mit welchem Equipment spiele ich. Ich spiele hier ganz normal mit dem DualSense Controller auf der PS5. Und das macht es natürlich nicht ganz so einfach und bin halt auch da nicht vor Fehlern befreit. Ich fahre einfach keine tadellosen Runden und das merkt man dann einfach. Und wir springen jetzt einfach direkt zum Start des Rennens. Ich bin hier mit der Corvette C7 unterwegs. Das ist ein Gruppe 4 Rennen. Also falls da noch Fragen waren, haben wir jetzt hoffentlich alles geklärt und springen jetzt eben in das eigentliche Rennen. Los geht's, der Startschuss. Und wir haben hier vier lange Runden, muss man sagen, denn die Strecke hier im Mount Panorama ist verhältnismäßig lang und deswegen muss man hier trotzdem sehr konzentriert fahren. Ich muss sagen, ich vermisse noch ein bisschen die richtig langen, ja fast schon Ausdauerrennen, die es sonst immer bei den Meisterschaften gab. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass es bei Gran Turismo Sport deutlich längere Rennen bei den Meisterschaften gegeben hat, aber ich glaube, das liegt einfach hier noch daran, dass das eben diese Testsaisons noch sind und die wollen einfach noch ein bisschen an den Servern tweaken, wollen ein bisschen gucken, was geht und ich glaube schon, dass das in naher Zukunft bei der ersten echten Saison sich das auch nochmal ändern wird, weil natürlich 4 Runden sind auch gar nicht so kurz. Ich meine, das ganze Rennen dauert ja jetzt auch hier um die 10 Minütchen. Aber man merkt dann schon Unterschied, wenn das irgendwann mal auch auf so einer langen Strecke eben eher 7 oder 8 oder 9 Runden sein würden. Also das muss man einfach sagen, da hat man einfach mehr Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, hier habe ich die erste Möglichkeit, denn der Brite Razorblade hier direkt vor mir wurde schon von Sapin 65 überholt und nun auch von mir angegriffen. Dann greift er mich an. Das fand ich nicht so schön, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu weit nach innen gezogen. Ich weiß es nicht, wer hier wirklich Schuld hatte. Und dann macht Razorblade einen fatalen Fehler, knallt gegen die Wand, kommt ins Drehen und ist ja sozusagen raus aus dem Rennen, würde ich sagen, mehr oder weniger. Und dann bin ich auch wieder, was heißt sozusagen, wir können es links unten kurz sehen, falls ihr es gesehen habt, er hat tatsächlich auch den Raum sofort verlassen. Finde ich immer ein bisschen seltsam, wenn Leute so früh hier das Zeitliche segnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so früh im Rennen kann ich das auch gewissermaßen noch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich wollte hier weiter vorne angreifen, will vielleicht 5., 4., 3. oder was auch immer werden. Und wenn ich dann hier nach so einem Fehler innerhalb der ersten Runde schon noch zig Plätze verliere, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich würde es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch bisher nicht den Anspruch, hier jedes Rennen zu gewinnen. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich wenigstens 4, 5 Plätze gut gemacht habe, dann halte ich das immer schon für ein sehr gutes Rennen und das ist es ja auch irgendwo. Und von daher haben wir jetzt wieder Status Quo, haben einen Platz gut gemacht und sind wieder hinter unserem Franzosen Sapin 65.
Entschuldigt, normalerweise spricht man es bestimmt anders aus, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie 65 auf Französisch heißt. Und ich verkneife mir jetzt auch den Witz zu überlegen, wie das wohl mit 69 aussieht. So, und jetzt geht's in die Kurve und jetzt kommt ein fataler Fehler von allen, denn Sapin 65 rutscht hier aus der Kurve raus, eigentlich die Chance zu überholen. Und wir spulen nochmal zurück und gucken uns das nochmal in der Wiederholung sozusagen an. Wenn wir hier sehen, es geht in die Linkskurve, während Sapin 65 hier rausfliegen wird, in dem Moment kommt die gelbe Flagge, aber ich nehme sie erst nicht wahr, weil auch der Fahrer davor einen klaren Fahrfehler macht. Hier seht ihr ihn nämlich, der wird durchsichtig und es ist eigentlich gelbe Flagge. Das heißt, ich hätte Sapin 65 hier nicht überholen dürfen und das hat zur Folge, dass mir hier sozusagen die Rennleitung eine 3-Sekunden-Strafe wegen Ignorierens der gelben Flagge aufbrummt. Und das ist echt ärgerlich, denn der Franzose hat ja sowieso diesen Fahrfehler gemacht und ich hätte ihn hier regulär überholen können, ohne dass ich jetzt irgendwie im Zweikampf war. Und der Zeitpunkt, wo die gelbe Flagge rauskam, war ja wirklich so knapp davor, ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen. Also selbst wenn ich gewollt hätte, ich hatte keine Chance, hier wirklich abzubremsen. Ich hätte vielleicht eine Chance gehabt, ich weiß nicht, wie streng hier die Regeln ausgelegt sind, wenn ich dann auf die Bremse getreten hätte und den Franzosen wieder vorbeiziehen hätte lassen können, dann glaube ich, wäre die Strafe vielleicht nicht ausgesprochen worden. In dem Fall ist es aber so passiert und ich ärgere mich sehr, denn ich habe hier zwei Plätze gut gemacht, bin hier quasi zum Start der zweiten Runde schon auf Platz 6 gewesen und wusste, mit dieser 3-Sekunden-Strafe wird mir gleich irgendwann zum Ende der zweiten Runde alles zunichte gemacht. Das hat mich wirklich sehr geärgert und ihr könnt euch vorstellen, klar, für Platz 1 hätte es vermutlich nicht gereicht, vielleicht auch nicht für Platz 2, aber ich hätte eine richtig gute Position haben können und so hat mich das schon ein bisschen frustriert, aber anders als andere Fahrer habe ich hier nicht gesagt, nur ich habe keinen Bock mehr, sondern bin natürlich erstmal weitergefahren. Hier fast rausgeflogen, ein bisschen zu weit aus der Strecke rausgetrieben worden. Und hier hatte ich immer richtig viel Tempo. Hier war ich meistens schneller als die meisten anderen hier. Das habe ich irgendwie ganz gut drauf gehabt, hier diese Schikanen. Die sind auch sehr gefährlich. Wenn man hier einmal ein bisschen zu schnell ist, dann ist man schnell in der Wand. Das werdet ihr gleich bei James sehen, der hier vor uns ist. Denn der macht genau das und knallt in die Wand. Und ihr könnt euch vorstellen, so sehr man sich jetzt eigentlich freuen könnte, ich habe mich nur noch mehr geärgert, weil ich dachte, so ein verdammter Mist. Ich bin auf Platz 5 und habe einen richtig tollen Start. Die zweite Hälfte liegt vor mir und ich muss jetzt hier abbremsen und lasse James und Sapin wieder an mir vorbeiziehen. Und auch Andrew zieht natürlich vorbei. Ich bin natürlich kein Assi und blockiere den Weg jetzt nicht. Und sogar Igorek 14 aus Belgien zieht nochmal an mir vorbei. Und könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist? Das halbe Rennen ist gelaufen und ich stehe wieder am Anfang, könnte man sagen, und bin wieder auf Platz 9. Das hat mich so richtig genervt. Aber ich wollte hier trotzdem nicht aufhören, weil ich gemerkt habe, ja, ist nicht böse gemeint, aber die zwei, drei Fahrer vor mir sind schlechter als ich. Und das wollte ich hier auf jeden Fall klarstellen und hatte einfach die Absicht, die Plätze jetzt wieder aufzuholen. Hier habe ich mir ein bisschen mehr erhofft vom Windschatten, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Der Nissan GT-R zieht aber auch ordentlich. Ich komme also nicht dran hier und wollte jetzt natürlich auch vor der großen Kurve, die jetzt hier ansteht, nicht viel Risiko gehen. Wollte jetzt nicht irgendwie einen Unfall hier riskieren und das Rennen hier wirklich komplett ruinieren. Vielleicht noch meine Sportsgeistwertung kaputt machen. Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Da möchte ich jetzt keinen Mist machen. Also bin ich hier ein bisschen vorsichtig geblieben und habe einfach, ja, vermutet, dass gleich irgendwo Fehler passieren werden. Und lange musste ich nicht warten. Hier ist es nämlich schon passiert. Und wenn sich zwei streiten, freut sich ja bekanntlich oftmals der Dritte. Und ja, hier war fast schon wieder alles gut für mich, weil jetzt schon wieder so schnell am Platz 7 rangekommen. Das war einfach ein cooles Manöver. Und ich weiß nicht, wie ihr das so sehen würdet, wenn ihr jetzt solche Online-Rennen fahrt. Vielleicht fahrt ihr die auch regelmäßig. Wie eure Einstellung so ist, weiß ich nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Ich persönlich bin einfach jemand, wenn mir so Überholmanöver gelingen, egal ob aufgrund der Schuld des Gegners oder weil ich einfach ein gutes Manöver mache, ja, das macht einfach Spaß. Also hier kommt echtes Racing-Flair auf, auch wenn das Spiel noch mit Problemen zu kämpfen hat, auch im Online-Bereich. Aber dieser Sportmodus funktioniert schon wieder sehr gut. Gerade die Meisterschaftsrennen sind einfach sehr, sehr spannend und ich mache die einfach sehr gerne. Auch wenn ich am Ende nicht gewinne, sondern einfach regelmäßig hier eher um Platz 3, Platz 4 mitfahre. Das reicht mir im Moment, muss ich sagen, weil das einfach Freude macht. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine anständige Belohnung in Form von Credits. Aber das Thema hatten wir ja schon. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, könnt ihr gerne mal oben in das Video reinklicken. Da
beschwere ich mich auch ein bisschen eben genau über dieses Problem. Aber ich bin da ja ganz optimistisch, dass in den nächsten Tagen oder Wochen da ein Update kommen wird. Denn das haben die Entwickler ja auch versprochen, dass sie auch die Belohnung aus Online-Rennen in Form von Credits, die man gewinnt, demnächst anpassen werden. Jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich länger gequatscht, als ich wollte. Zeige euch fast schon ungeschnitten das Gameplay. Aber es gibt auch nicht so viel zu schneiden, weil es war ja doch ein bisschen was los immer. Und jetzt sehen wir die letzte Kurve vor Startziel für die letzte Runde. Und wir können mal links auf die Zeiten gucken und sehen, dass ich stolze 24 Sekunden Rückstand auf den ersten habe. Das heißt, hier ist natürlich klar gewesen, keine Chance da ranzukommen. Guckt euch einfach mal die Bestzeit von dem Führenden an, die ja in den Asphalt gebrannt hat. 2 Minuten 18 und 2. Und meine Bestzeit habe ich jetzt mit 2:20 und die war wirklich schon gut, die Runde. Also ich weiß nicht, wie der noch fast 2 Sekunden schneller sein konnte. Unglaublich. Und zum Start der letzten Runde war ich ja eigentlich felsenfest davon ausgegangen, Platz 7. Mehr werde ich nicht haben, denn der Rückstand auf Sapin ist einfach zu groß. Wir reden hier noch von 1,5 Sekunden. Es ist nur noch eine Runde. Andererseits war er ja nicht der sicherste Fahrer. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück, also heißt es einfach vernünftig weiterfahren. Aber vorsichtig sein, nicht, dass hinter uns Tom nochmal rankommt. Wenn ihr solche Gameplays übrigens öfter sehen wollt, auch in Zukunft, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in den Kommentaren auch schreiben, wenn ihr sagt, ja, solche Online-Rennen sind eigentlich immer spannend, ist immer schön zu sehen, wie du dich da schlägst, ob das gut gelingt oder nicht, dann sagt mir einfach gerne eure Meinung, sagt mir, was ich vielleicht verändern oder verbessern sollte, während Sapin hier nämlich den Fehler macht und ich nochmal an ihn rankommen kann, und dann werden wir sehen, dass ich vielleicht in Zukunft noch mehr von solchen Gameplays raushaue, wenn das eben gewünscht ist. Und jetzt kommt das Entscheidende, Sapin 65 hat nicht ganz so viel Tempo beim Kurvenausgang gehabt wie ich und jetzt kann ich mit dem Windschatten einfach vorbeiziehen. Die Frage ist, lässt er mich vorbeiziehen? Und das Gute ist, ja, ein toller Sportsmann, der Franzose, lässt mich vorbeiziehen, versucht gar nicht erst irgendwie nochmal Kampflinie zu fahren. Fand ich richtig toll, weil wäre er hier einfach nach rechts gezogen, dann wäre das Rennen für ihn, aber wahrscheinlich auch für mich komplett zu Ende gewesen. Und das wäre sehr schade gewesen. Hier hat er einfach akzeptiert, dass ich gerade der Schnellere war und er begnügt sich dann also mit Platz 7 und ja, mit ein bisschen mehr Glück hätte ich auch noch James nochmal angreifen können, denn den hatte ich ja schon mal und hätte ich nicht diese Zeitstrafe bekommen. Definitiv wäre ich dann mindestens Fünfter gewesen. So musste ich mich jetzt mit Platz 6 begnügen und war trotzdem irgendwo zufrieden, weil ich halt dann doch ein paar Plätze gut machen konnte und weil das Rennen einfach spannend war, weil ich einige natürlich doppelt überholen musste, aber es gab viele Überholmanöver und das in nur 4 Runden, das hat einfach Spaß gemacht und das wollte ich euch einfach auch ganz gerne mal zeigen. Ich habe noch 1-2 weitere Gameplays dieser Art im Petto, wenn ihr die also sehen wollt, wie gesagt, dann liked das Video sehr gerne und lasst auch sehr gerne einen Kommentar da. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon bald bei den nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, Leute.